Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Folge vom TWP Trevolos Big Pack. Ich bin heute mal wieder alleine unterwegs, aber immer noch wundervoll die wundervolle pinke Rüstung an. Die werde ich auch behalten, glaube ich, erstmal. Ich habe noch hier mein Kikoko, die All You Need Is Roof und hier ist der Rest. Die will ich. Die stelle ich jetzt mal wieder aus. Das war hier oben, genau das. Die kostet auch, die kommt ja auch noch in die Monsterfalle. Und zu der Monsterfalle machen wir auch heute etwas. Und zwar wird es bei der Monsterfalle. Oh, hier kann man gerade testen, wie gut das Kikoko ist. Jo. Das war nice. Okay, bei der Monsterfalle wird es ein Update geben. Und da brauche hat der liebe Street schon was gemacht, und jetzt weiß ich nicht, ob die Folge dann spoilern wird, die ich jetzt hier gerade machen bin oder nicht. Aber da brauchen wir einen Killer-Joe für. Der Killer-Joe wird gemacht aus 3 Darkstealing Gods, 4 Squads und einem Franken-Zombie. So, Darkstealing Gods sollten wir noch haben, jawohl. Haben wir so noch einen übrig. Fused Quartz sieht doch nicht mehr so gut aus. Aber Nether Quartz haben wir auch nicht mehr so viel. Was ist denn da los? Dann müssen wir ihn mal ganz schnell rüber wackeln in Le Lager und Le Nether Quartz und er mopsen. Oh. Oh scheiße, ich hab vergessen auszulöschen. Wenn ihr wieder nachzufüllen, das müsste ich glaube ich mal. Ja, das mache ich jetzt gleich mal, wenn das hier fertig ist. Boah, ist ja eklig, wie das gerade am Lägen ist. Okay. Also sorry, dass ich das mal gerade so ausdrücke, aber performance-technisch ist dieses Pack eine Katastrophe. Also, ich will mir gerade so nebenbei sagen, das ist neu. Ja, das ist neu. Weswegen war ich jetzt nochmal hier? Das habe ich jetzt gerade aus der Fassung. Das eigentlich für ist richtig produktiv. Ey, mach die Tür, die zu sieht sonst. Okay, ich ziehe glaube ich doch erstmal die Rüstung aus. Oder kann ich die Partikel ausstellen? Wie sieht das dann aus? Habe ich das dann immer noch? Ne, dann nicht mehr. Okay, weswegen war ich jetzt hier euer Nether Quartz? Mal hier drüben was sagen. Ah, sagen wir mal einen halben Stack. Oder ist hier noch viel? Okay. Dias haben. Ne, bei Dias wollte ich noch haben. Da schaue ich mal lieber nicht rein. Okay, da hat der liebe Spittiger echt ein bisschen reingeknüppelt. Ja. Okay. Jetzt geht es aber weiter, weiter im Staat Dänemark. Ah ja. Ja, da haben wir eben noch in die Gruppe geschrieben, dass hier momentan Ende im Schicht ist. Also kappen das jetzt nicht. Das wurde dann voll passend zur Musik, da hat ein Splitterling rum und eine Spinne. Ich bin jetzt im Rhein. Oder sowas in der Art. Ja. Ich bin so krass episch drauf, dass diesen Zombie jetzt one-hitte auch ohne Kikoko. Kotiko! So, jetzt aber. Wir brauchen noch einen Killer-Joe. Und das Fused Quartz machen wir so mal gerade. Und zwar machen wir das hier im Alloy-Smelter. Da machen wir Alloys on. Komm, verbrennt man einmal komplett.
gucke ich mal hier rein. Ey. Und. Ja, das lasse ich dann so. Ich muss mal kurz einen Mampf. So, Killer Joe. Wir brauchen einen Franken-Zombie. Der wird im Soulbinder gemacht. Mit einem Z-Logic-Controller und einer Soul-Vial von einem Zombie. So, was ist jetzt ein Z-Logic-Controller? Den Z-Logic-Controller machen wir im Slice and Splice aus Solarium, Silicon und Redstone und einem Zombie-Kopf. So. Slice and Splice haben wir hier schon stehen. Das heißt, den Z-Logic-Controller können wir schon mal schnell zusammenblödeln. Einen Zombie-Kopf. Dann zwei Solarium, zwei Silicon. Solarium müssen wir noch machen. Eins, zwei. Gold war das, glaube ich. Ja, müsste Gold sein. Und ein Rotstein. Das haben wir. Und ja, das gibt Solarium. Währenddessen gönne ich mir mal gerade einen Keks. Ich habe mir aus dem Urlaub schön spanische Kekse mitgebracht. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob die aus Spanien sind oder aus Amerika. Ich glaube ja Amerika. Auf jeden Fall habe ich mir schöne Kekse mitgebracht. Chips Ahoy Kekse. Da gönne ich mir gerade einen, wenn das hier am Braten ist. So, Dark Steel. Fused Quartz. Und wir machen dann jetzt den Z-Logic Controller. Brauchen wir noch eine Axt? Ja, hier dann. Also, jetzt bin ich auch wieder zum Blätter. Das ist ein bisschen blöd gelöst mit dem Z-Logic Controller. Generell mit dem Slice and Splice. Weil der eine Axt braucht, wie wir hier lesen. Das hat eine Durability von 1. Die ist ein bisschen sehr kacke, wenn jetzt, wenn der Teil hier fertig ist, jeden Moment, kann ich nur noch in Stunden handeln. Ja, ist schnell, ja. Da das wieder aufhören. So, Z-Logic Controller haben wir. Wir brauchen aber noch für den Franken Zombie brauchen wir einen Soulbinder. Der Soulbinder wird gemacht aus einem. Aus allen vier Köpfen einmal. Also Zombie, Enderman, Creeper und Skeleton. Ein Machine Chassis und einem Soul. Boah, ich deinstalliere irgendwann noch diesen beschissenen Drucker. Alter Finne, hab ich mich geschrocken. Vier Solarium. Machine Chassis können. Haben wir eigentlich noch eine Form? Da ist noch ein Sender. Wieso ist hier ein Western drin? Die nehme ich mal mit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. 1. 2. Vorsichtshalber. So. Hier wollte ich. Halt. Ich brauche noch. Soul Sand. So, habe ich das hier noch geöffnet? Drei Stück, das reicht nicht, okay. Hier wollte ich machen. Goldene Nuggets. Und dann haben wir hier schon mal den Capacitor, wie man mittlerweile schon wissen sollte. Dort haben wir hier die Iron Bars. Und Machine Chassis ist fertig. So, jetzt brauchen wir noch die ganzen Köpfe. Die haben wir hier. Und sollten wir. Oh, verdammt. Jetzt würde ich hoffen, dass das mit dem geht. Moment. Enderman, Zombie, Skelett, Creeper. Enderman. Zombie, Skelett, Creeper.
Und jetzt habe ich ein verdammt blödes Gefühl dabei. Nein. Scheißendreck. Ich hab echt keinen zum Enderman. Ich hatte noch mal so noch zwei oder drei gehabt, oder täusche ich mich da jetzt? Verdammt dich nochmal. Also jetzt bin ich gerade echt verzweifelt, was ich machen soll. Ich informiere mal ganz schnell in der Gruppe. Ich informiere mal ganz schnell in unserer WhatsApp-Gruppe, denn es geht, dass kein Enderman-Kopf da ist. Habe keine Enderman-Köpfe mehr. Und die Tinkers gehen nicht. So, senden. Ja, verdammt. Wo ist denn mein Golden Bag? Der dürfte noch hier drin sein. Ja. Und viel zu früh, natürlich nicht. Verdammte Scheiße. Ich will mal ganz schnell schauen, das habe ich gemacht, da brauchst du echt einen Mist. Oder haben die, steht drüben in der Maschinenhalle einen. Also ihr merkt gerade echt, dass ich ein bisschen verzweifelt, verblödet, vertrottelt und ja, die Liste ist lang. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich gerade machen soll. Ich bin verzweifelt. Wird das ein Zoll bei dir hier stehen? Nein, 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 nein. Puh! Street Digger 2! Ich liebe dich! So. Jetzt brauche ich aber nur noch einen Zombie. Irgendwo einer stehen. Ansonsten muss ich mal in der Höhle latschen. Da steht irgendwo ein Creeper. Brauche ich jetzt aber gerade nicht. Zombie, wo bist du? Ich brauche hier einen Zombie. Ja, ich sollte aufhören zu singen, ich weiß. Es wird irgendwie nicht besser. So, hier sollten wir... Unter der Erde irgendwo bestimmt. Ja, okay, wird eh gerade Nacht. Obwohl, da scheint ja nicht... Vielleicht ziehe ich vorher doch nochmal die pinke Rüstung aus. Sehr gut. Das wäre erledigt.
1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich nichts zum... Doch, schöne Nordherde. Gut, dann lasse ich mal schnell rüber. Weil das ist ein netter Seil erleuchtet. Also, da ist ein... Ja, komm. Ich hoffe kurz, den anzusehen, aber... Ja, okay, stark ist es schon, aber hier Fluffy Unicorn ist eindeutig stärker. Was wäre der kleine Scheiße denn? Ah, da drüben sieht man schon wieder, ich finde das Haus von Speed. Da drüben ist ein Esel im Wasser. Mir ist aber gerade ein Rezept noch eingefallen. Ich bräuchte noch ein kleines bisschen Erfahrung. Also man könnte jetzt auch einfach so schlau sein und mal schnell zurücklassen in die Bude, wo ein ganzer XP-Tag drin ist. Das ist ja einfach. Hallo. Danke. Und tschüss. Arme Esel. So. Jetzt kriegen wir dann mal hier nicht reingeknüppelt. So. Den hole ich schon mal ganz kurz raus. Hä? Sag mal, bin ich jetzt gerade total verblödet? Also vom... Bist du im Ernst? Wieso ist jetzt auf einmal leer? Das hatte ich doch gerade eben gefüllt. Oder täusche ich mich? Ja, ganz normal. Nee, Solvia war doch gerade eben gefüllt. Oder spinne ich das gerade total? So, jetzt aber. Hat sich erledigt. So. Das ist fertig. Oh, den Killer Joe klatscht dich dann einfach mal dann jetzt gleich unten beim Monsterfalle hin. Ah ja, ich habe glaube ich total vergessen zu erzählen, wieso wieso es in letzter Zeit so wenig Folgen gab, oder ihr sagt null. Ja, das ist eine verdammt beschissene Geschichte. Und zwar war bei uns in der Stadt werden die Internetleitungen erneuert. So. Und mein Upload hat sich dann einfach quasi mal für, ich kann es nicht anders sagen, für 18 gemacht. Ich brauche normalerweise, um so eine Folge hochzuladen, eine gute Stunde. So. Was passiert? Upload auf einmal pro Folge 18 Stunden. Muss ich nicht wirklich viel zu sagen. Das ist ein Ding, der... Ja. Wie sieht es so freundlich aus? Ein beschissenes Ding. Gut. Den sollte man auch so einfach abbauen können. Jawohl. Ganz kurze Erklärung für die, die nicht wissen, was ein Killer Joe ist. Der Killer Joe kriegt hier ein Schwert, muss mit Nutrient Distillation gefüllt werden und dann haut hier den Monstern auf die Fresse. Gut. Ich
Ja, das Ding sieht richtig cool aus. Okay, das war's dann für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.